Bonsoir, bien-aimé. Einen wunderschönen guten Abend, Geliebter. Que le Seigneur vous bénisse encore pour ce rendez-vous quotidien que nous avons souvent. Möge der Herr euch an diesem heutigen Tag nochmal segnen. Nous sommes bénis de vous retrouver dans vos maisons pour partager la parole ce soir. Wir freuen uns, euch heute erneut sehen zu dürfen, um gemeinsam das Wort Gottes zu teilen. Nous allons prier. Wir werden beten. Seigneur, nous te disons merci pour ce soir. Herr, wir danken dir für diesen Abend. Nous prions que ton règne se manifeste au milieu de nous. Wir bitten, damit deine Herrschaft sich in unserer Mitte veröffentlicht. Nous te confions ce moment que nous voulons partager et adorer ensemble. Wir vertrauen dir diese Zeit des Gebets und der Anbetung. Nous prions que toute personne qui se connecte en ce moment reçoive quelque chose de particulier qui vient de toi. Wir bitten, damit jeder, der sich heute verbunden hat, etwas von dir empfängt in Jesus Namen. Au nom de Jésus. In Jesus Namen. Amen. Amen. Nous allons laisser ce moment d'abord à notre ancien Lemale qui va nous conduire à un moment de louange et d'adoration. Jetzt werden wir eine Zeit der Anbetung haben. Alleine und nicht weil wir gerecht sind oder weil wir würdig sind, Herr, zu leben, Herr. Wir sind Sündiger, Herr, aber du bist uns jeden Tag unseres Lebens gnädig und dafür sind wir dir dankbar, Herr, für deine Liebe, für deine Gnade. Oh, yeah.
Deine Güte wird ewig, wir verehren dich, denn niemand kommt dir gleich. Du bist unser Gott, oh Herr, du bist unser Gott und König, oh, du bist unser soit béni pour ce moment. Der Herr sei gepriesen für diese Zeit. Nous bénissons le Seigneur pour son serviteur. Wir segnen den Herrn für seinen Diener. Nous allons passer un moment de partage. Jetzt werden wir eine Zeit des Wortes haben. Que
Que le Seigneur vous bénisse. Möge der Herr euch segnen. Celui qui est le vrai Dieu, derjenige, der der wahrhaftige Gott ist, il ne change pas. Der ändert sich nicht. Nous allons parler ce soir, notre thème de ce soir s'intitule La fermeté de la foi en Christ. Unser heutiges Thema heute Abend lautet die Standhaftigkeit des Glaubens in Christus. La fermeté de la foi en Christ. Die Standhaftigkeit des Glaubens in Christus. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, le chapitre 4, du verset 13 à 20. Wir werden in der Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 13 bis 20 lesen. Je vais prier. Ich bete erst. Seigneur Jésus, merci. Herr Jesus, danke. Car tu as envoyé ta parole et ta parole a guéri. Denn du hast dein Wort geschickt und dein Wort heilte uns. Illumine les yeux de nos cœurs. Erleuchte die Augen unseres Herzens. Afin de recevoir ce que tu as préparé pour nous. Damit wir erhalten, was du für uns vorbereitet Saint hast. Esprit de Dieu, Heiliger Geist Gottes, nous voulons apprendre de toi. Wir wollen von dir lernen. Au nom de Jésus. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 13 à 20. Wir werden in Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 13 bis 20 lesen. Je lis au nom de Jésus. Ich lese im Namen Jesu vor. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près de l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir de Sanhédrin. Et ils délibèrent entre eux, disant, « Que ferons-nous à ces hommes? Car ils manifestent pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ces noms-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jésus, s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 13 bis 20. Ich lese vor. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich, und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Da sie aber den Menschen bei ihnen stehen sahen, der geheilt worden war, konnten sie nichts dagegen sagen. Da befahlen sie ihnen, aus dem Hohen Rat hinauszugehen und beratschlachten miteinander und sprachen, was sollen wir denn diesen Menschen tun, denn das ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, das ist allen Bewohnern von Jerusalem bekannt, und wir können es nicht leugnen. Aber damit es sich nicht weiter unter dem Volk verbreitet, wollen wir ihnen ernstlich drohen, damit sie künftig zu keinen Menschen mehr in diesem Namen reden. Und sie ließen sie rufen, und geboten ihnen, überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesu zu reden, noch zu lehren. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen, entscheidet ihr selbst,
ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Amen. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Der Herr sei gepriesen für sein Wort. Je bénis le Seigneur de m'avoir accordé le souffle de vie. Ich preise dem Herrn für den, das Odem, das er mir neu geschenkt hat. Et je bénis le Seigneur pour toute personne qui disposera son temps de suivre cette parole. Und ich preise ihn auch für jede Person, die ihre Zeit zur Verfügung stellen wird, um dieses Wort zuzuhören. La fermeté de la foi en Christ. Die Standhaftigkeit des Glaubens in Christus. Bien-aimé de Dieu, la fermeté, c'est quoi? Geliebte Gottes, was ist denn die Standhaftigkeit? Un état de ce qui est ferme. Das ist einfach ein Zustand von einer Sache, die schwach ist. Ce qui est fixé. Nee, von einer Sache, die ja, die haftet, die einfach ja fest ist. Solide. Die stark ist. Assurant. Und auch zuversichtlich. C'est ça la fermeté. Das ist die Standhaftigkeit. La fermeté, celui qui a fermeté, c'est quelqu'un qui est fixé en Christ. Derjenige, der die Standhaftigkeit hat, ist diejenige, die Person, die verankert ist in Christus. Sa foi est solide en Christ. Ihr Glauben ist einfach fest verankert in Christus. Et qui a l'assurance. Und diese Person hat auch die Zuversicht. Dans ce texte, on nous parle de deux apôtres qui s'appelaient Jean ainsi que Pierre. In diesem Text spricht man von zwei Aposteln namens Johannes und Petrus. Ici nous voyons encore, ici ils sont au début de leur ministère après la descente du Saint-Esprit. Hier waren sie am Anfang ihres Dienstes, nachdem der Heilige Geist herabgekommen war. Après la Pentecôte. Nach dem Pfingsten. Ils exerçaient déjà le ministère avec plein de zèle et plein de force et de flamme. Sie dienten schon wirklich mit Eifer, mit Kraft und viel Feuerflamme. Et la Bible dit en ces jours-là, ils ont prêché l'évangile, au moins 5000 personnes ont reçu le Seigneur Jésus. Und die Bibel berichtet, dass an jenem Tag predigten sie das Evangelium und fast 5000 Menschen bekamen das Evangelium. Et il y avait quelqu'un qui a été guéri. Donc il y avait le miracle qui s'est fait ce jour-là. Und jemand wurde sogar geheilt. Das heißt, es geschahen auch Wunder an dem Tag. Alors le renommée de leur témoignage se répandait dans la ville. Und so ging ihr Ruf durch die ganze Stadt über. C'est comme ça que les sacrificateurs ainsi que les saints sont venus pour leur empêcher de continuer à témoigner pour le Seigneur. Und so entschieden dann die Hohepriester wie auch der Hohe Rat, dass sie nicht mehr über dem Herrn predigen sollen. Les sacrificateurs c'étaient des serviteurs de Dieu, ceux qui parlaient de Dieu. Die Priester waren doch die Menschen, die von Gott redeten. Das waren doch Diener Gottes. Le Sanhédrin, c'était des gens qu'on appelait le réunion de conseil qui dirigeait Israël à l'époque et qui prenait des décisions. Und der Hohe Rat waren eigentlich, also ja, war geformt von Menschen, die Entscheidungen trafen. Das war wie ein Gremium, das Entscheidungen traf für die ganze Stadt damals. Et qui avait l'habilité de mettre même quelqu'un dans la prison. Und die hatten auch das Recht, sogar jemanden ins Gefängnis zu bringen. Parce qu'ils avaient la permission des autorités romaines qui étaient là. Weil sie einfach die Erlaubnis der römischen Autorität oder Regierung. C'est comme ça qu'ils sont venus et ils ont arrêté Pierre et Jean, leur maître en prison. Und so hatten sie entschlossen, Petrus und Johannes festzunehmen und sie ins Gefängnis zu werfen. Ils les jetèrent en prison. Die warfen sie ins Gefängnis. À cause du témoignage de Christ qu'ils avaient. Wegen dem Zeugnis Christus, den sie verkündigten. Et on les a demandé, le lendemain, on les a mis devant, et donc ils étaient devant le tribunal. Und am nächsten Tag brachte man sie vor dem Hohen Rat, wie vor einem Gericht. Ils ont conquis de leur défendre de ne plus témoigner ou parler de Jésus-Christ. Und da wurde entschlossen, dass denen verboten sein sollte, dass sie nochmal von Christus predigen.
Mais la Bible dit, avant même d'arriver à leur défendre, ils ont été dépassés de l'assurance que Pierre et Jean avaient. Und die Bibel lässt uns wissen, dass bevor sie sich sogar verteidigten, waren sie schon einfach verwundert, welche Zuversicht Petrus und Johannes hatten. En connaissant qu'ils n'étaient pas des gens instruits. Sie wussten, dass es einfach ja ungebildete Menschen waren. Mais ils avaient la fermeté dans ce qu'ils enseignaient. Aber sie hatten diese Standhaftigkeit in dem, was sie lehrten. Ils avaient la fermeté dans leur foi en Christ. Sie hatten die Standhaftigkeit in ihrem Glauben in Christus. Et eux-mêmes, ils étaient surpris ou dépassés. Und sie selbst waren einfach erstaunt. C'est comme ça qu'ils ont dit. Und da sagten sie, nous ne pouvons pas nier ce qu'ils ont fait. Wir können gar nicht leugnen, was sie bereits getan haben. Cela veut dire le miracle, la guérison. Das heißt, die Wunde oder die Heilung. Et même savait que c'était la vérité. Sie wussten selbst, dass es die Wahrheit war. Bien-aimé, celui qui marche dans la vérité, le diable connaît la personne qui marche dans la vérité. Amen. Geliebte, derjenige, der in der Wahrheit wandelt, der Teufel weiß ganz genau die Identität dieser Person, die in der Wahrheit wandelt. Ce n'est pas le fait de parler de Christ que le diable connaît que tu es enfant de Dieu. Es ist nicht, weil du so viel über Christus redest, dass der Teufel auch es bezeugen kann, dass du ein Kind Gottes bist. Parce que Pilate lui-même, il a reconnu qu'en Christ, il n'y avait pas de faute. Denn Pilatus selbst hatte erkannt, dass in Christus es keinen Fehler war. Donc le diable aussi connaît ce qui appartient réellement au Seigneur. Das heißt, dass der Teufel auch genauso kennt, wem dem Herrn gehört. Et c'est comme ça qu'ils ont dit. Und so sagten sie. La seule possibilité pour ne pas continuer à répandre l'information du nom de Christ, défendons-les à parler. Der einzige Weg, um sie zu verbieten, noch den Namen Christus zu verbreiten, ist einfach sie zu gebieten, noch über Christus zu reden. Mais comment arriver à leur fermer la bouche? Aber wie sollten sie es erreichen, dass sie ihnen den Mund zuschlossen? Ils ont conclu de leur menacer d'abord. Sie beschlossen einfach, sie erstmal zu ja, einfach, ja, weh zu tun. À travers ces menaces, ça pouvait leur produire la peur ou leur intimider de ne plus parler de Jésus. Also sie entschlossen sich, sie einfach zu bedrohen, so dass sie ja so entmutigt sein sollten, über Christus nochmal zu reden. Il y a certaines situations qui arrivent dans ta vie. Manche Umstände erlebst du in deinem Leben. Il y a certains combats qui se lèvent dans ta vie. Oder manche Kämpfe ja kommen in deinem Leben. À cause de la foi en Christ. Wegen deines Glaubens in Christus. N'est pas pour éteindre la foi de Christ que tu as. Aber das hat nicht den Zweck, dass einfach dein ja den Glauben in Christus, den du hast, auszulöschen. Mais c'est pour te faire peur de ne plus témoigner de lui. Sondern es ist, um dich damit zu bringen, dass du nicht mehr über ihn berichtet oder zeugnest. Et tu as besoin de la fermeté pour t'en sortir. Und da brauchst du Standhaftigkeit, um ja, dich davon zu befreien. Et la réponse de Pierre et Jean était claire. Und die Antwort Petrus und Johannes war deutlich. Que nous ne pouvons pas. Ils ont dit que, est-ce que nous devons obéir à l'homme, à vous les hommes ou à Dieu? Die sagten, sollen wir Gott gehorchen oder den Menschen? Donc pour eux, das heißt für sie, ils étaient prêts à désobéir devant les hommes et pour obéir à Dieu. Sie waren bereit, dem Menschen nicht mehr zu gehorchen und stattdessen Gott zu gehorchen. Bien-aimé de Dieu, geliebte Gottes, la Bible dit, Pierre, inspiré par le Saint-Esprit ou rempli du Saint-Esprit, a donné cette réponse. Die Bibel sagt, dass Petrus inspiriert vom Heiligen Geist gab diese Antwort. Il faut d'abord comprendre que la réponse de ces deux apôtres n'était pas moindre. Ihr müsst erstmal verstehen, dass die Antwort dieser zwei Apostel wirklich keine leichte Antwort war. Parce que ils étaient devant eux des autorités. Denn vor denen waren zwei Autoritäten. L'autorité politique.
die politische Autorität et l'autorité religieuse. Und die geistliche Autorität. Donc l'autorité politique qui avait l'habilité de le mettre en prison, mais mettre fin à leur vie. Also die politische Autorität, die die Fähigkeit hatte, sie ins Gefängnis zu bringen, sowie auch sogar ein Ende ihr Leben zu setzen. Mais leur fermeté, aber ihre Standhaftigkeit ne les avait pas fait peur de répondre une telle réponse qui pouvait être au prix de leur vie. Hatten sie dich davon abgebracht, solch eine Antwort zu geben, die ihr Leben hätte kosten können? Votre foi en Christ peut être mise en cause par le décourant. Euer Glauben in Christus könnte wirklich in Frage gestellt werden wegen dieser zwei Richtungen. Le courant politique ou le courant religieux. Entweder die politische Richtung oder die geistliche Richtung. Quand tu lis la Bible, wenn du die Bibel liest, tu vas voir à maintes fois qu'on parle la naissance d'un prophète. Hier wirst du feststellen, dass jedes Mal, wo man spricht über die Geburt eines Propheten, on parle aussi à quelle époque, on parle aussi du roi qui était dans cette période-là. Dann berichtet man gleichzeitig auch von dem König, der in diesem Zeitraum herrschte. Tu vois que Moïse est né, il y avait le Pharaon. Als Mose geboren war, sieht man, dass der Pharao herrschte. Jésus est né, il y avait Hérode. Als Jesus geboren war, war der Herodes. Quand on parle même de la naissance de Jésus, on parle dans la période ou à l'époque du roi Hérode. Wenn man von der Geburt von Jesus spricht, spricht man von der den Zeitraum der Herrschaft von König Herodes. Et il y avait aussi des sacrificateurs quand Jésus était là. Es gab aber auch Priester, als Jesus geboren war. Et à ce temps de la fin, und in dieser Endzeit, c'est ce que nous devons comprendre, ist es genau das, was wir begreifen que sollen. Notre foi peut être mise en cause par le courant politique ou le courant religieux. Dass wirklich unser Glaube geprüft werden kann, entweder wegen den politischen Entscheidungen oder geistlichen Entscheidungen. Comment est-ce que votre foi ou votre fermeté peut être mise en cause par le courant religieux? Wie kann wirklich unser Glauben geprüft werden durch den geistlichen oder politischen Entscheidungen? Pierre et Jean croyaient en Christ, qui est le Seigneur. Petrus und Johannes glaubten an Christus als der Herr. Mais les gens qui ont commencé à les persécuter, ce n'étaient même pas d'abord les autorités politiques. Aber die Menschen, die als erste sie sie einfach versuchte, waren einfach oder verfolgte, waren noch nicht mal die politischen Entscheider, sondern die geistlichen. Ce sont des autorités religieuses. Das waren die geistlichen Autoritäten. Les gens qui prêchaient la loi de Moïse. Eigentlich die Menschen, die das Gesetz Moses predigten. Les gens qui lisaient le Torah. Die Torah lasen. Les gens qui étaient dans le synagogue. Die Menschen, die dauerhaft in der Synagoge waren. Et avant même le Pierre aussi partait là-bas dans le synagogue. Und davor ging auch sogar Petrus auch dahin. Mais quand ils ont commencé à prêcher la vérité. Aber als sie anfingen wirklich die Wahrheit zu predigen. Et quand ils ont crié à la vérité. Und als sie glaubten an die Wahrheit. Ils ont commencé à être persécutés. Da wurden sie dann verfolgt. Par qui? Par des autorités religieuses. Von wem denn? Durch diese geistlichen Autoritäten. Parce que ces autorités n'avaient pas la vérité. Denn diese Autoritäten hatten nicht die Wahrheit. Et ne connaissaient pas la vérité. Und kannten noch nicht mal die Wahrheit. Et voilà pourquoi, und daher, lorsqu'ils écoutent Pierre et Jean prêcher la vérité, als sie dann hörten, wie Petrus und Johannes die Wahrheit predigten, ils deviennent leurs ennemis. Wurden sie dann zu ihren Feinden. Parce qu'ils connaissaient que les gens ne vont plus leur suivre, mais les gens vont suivre la vérité. Denn sie wussten ganz genau, dass die Menschen denen nicht mehr zuhören werden, sondern einfach der Wahrheit folgen werden. Et la Bible dit ceci. Und die Bibel sagt folgendes. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 15. In Matthäus Kapitel 7, Vers 15. La Bible parle des faux docteurs. Da spricht die Bibel von falschen Gelehrten. Cela veut dire les faux enseignants. Das heißt falsche Lehre. Qui seront là? Die werden da sein. La Bible dit gardez-vous de faux prophètes. Die Bibel sagt, hütet euch aber vor falschen Propheten. Ils viennent en vous en vêtements de brebis.
die in Schafskleidern zu euch kommen, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Inwendig aber reißende Wölfe sind. Aujourd'hui, nous avons des serviteurs de Dieu. Heutzutage haben wir Diener Gottes, qui parlent au nom de Christ, die im Namen Christus reden, mais qui ne les sont pas, die aber nicht es leben. Alors toi qui marches dans la vérité, also du, der in der Wahrheit wandelst, ce que tu crois en Christ, das, woran du glaubst in Christus, peut être mis en cause par ce genre de type de serviteur. Könnte in Frage gestellt werden durch diese Art von Diener. Ils ont d'autres interprétations. Sie haben andere Bibelauslegungen. Pour détourner l'attention à la vérité. Um einfach uns von der Wahrheit abzuwenden. Et ils sont là pour combattre la vérité. Und die bekämpfen sogar die Wahrheit. Et ne t'étonne pas que tu es enfant de Dieu, mais tu as des ennemis enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu, mais ce sont des serviteurs. Ou soit tu es serviteur de Dieu qui prêche la vérité, mais d'autres serviteurs te contredisent. Und sei nicht wirklich bewundert, wenn du einfach bekämpft wirst von solchen Diener Gottes, dass du ein Kind Gottes bist oder Diener Gottes bist und andere Diener Gottes bekämpfen dich, die Wahrheit, die du predigst. Et voilà pourquoi j'exhorte aux enfants de Dieu à ce temps de l'affaire. Vous devez chercher la vérité. Et la vérité n'est pas dans la bouche d'un homme. La vérité est dans la parole de Christ. Und deswegen ermahne ich die Kinder Gottes in diesen Endzeiten, ihr sollt die Wahrheit suchen. Diese Wahrheit befindet sich nicht im Mund eines Menschen, sondern in dem Wort Gottes, in der Bibel. Le deuxième courant, je dis qu'ils ont eu comme opposition, c'était les opposants politiques. Und die zweite Verfolgungsart, die sie erlebten, war einfach diese politische Entscheider, die gegen sie waren. Les autorités ou le dirigeant politique peut mettre votre fermeté, votre foi en Christ en cause. Die politische Autoritäten können eure Glaube oder eure Standhaftigkeit, die Standhaftigkeit eures Glauben wirklich in Frage stellen. Il y a plusieurs méthodes qui peuvent utiliser. Es gibt viele Methoden, die sie gebrauchen können. Pour vous empêcher de continuer à persévérer en Christ. Um euch davon abzuhalten, weiter wirklich standhaftig in Christus zu bleiben. Daniel, dans la Bible dit que Daniel, on a homologué une loi pendant 30 jours, personne, durant 30 jours, personne ne devait adresser la prière à un autre Dieu qu'au roi. Daniel, im Buch von Daniel wird berichtet, dass sogar ein Gesetz veranlasst wurde, wo man 30 Tage lang kein anderer Gott anbeten sollte, es sei denn der König. Là, on ne parle pas de prêcher ou peut-être d'évangéliser, mais on parle adresser une prière à un Dieu quelconque, si ce n'est qu'à un homme qui était l'autorité politique. Da spricht man noch nicht mal über Gebet oder predigen, sondern da spricht man nicht von einer Predigt oder Evangelisation, sondern nur ein Gebet. Man durfte nicht ein Gebet ausdrücken, es sei denn zu einem Menschen, noch nicht mal ein Gott, sondern einen Menschen, der König war. Le diable ne peut pas descendre lui-même ou apparaître visiblement pour nous combattre. Il va utiliser seulement des hommes, même dans la période de l'Antéchrist. Der Teufel kann nicht jetzt sichtbar werden, um uns zu bekämpfen. Er wird immer Menschen gebrauchen, auch in der Zeit des Antichristen wird er auch so handeln. Soit dans la religion, soit dans la politique. Entweder durch die Religion oder durch die Politik. Alors toi, Chrétien, also du, Christ, tu dois comprendre cela. Du musst es begreifen. La Bible parle encore plus loin. Die Bibel sagt noch viel weiter. Quand tu vois même Jean-Baptiste, wenn du Johannes der Täufer siehst, sa tête a été coupée à travers Hérode. Er wurde durch Herodes enthauptet. Cela veut dire quoi? Was heißt das denn? Ils peuvent avoir des lois, es könnte Gesetze de mesures, oder Maßnahmen, que le diable peut influencer les autorités politiques pour nous mettre vraiment, pour bloquer notre foi de continuer à s'épanouir.
Es könnten Maßnahmen durch politische Autoritäten veräußert werden, damit unsere Glauben wirklich nicht frei gelebt werden kann und unsere Standhaftigkeit auch irgendwie bedrängt wird. On dit à Pierre et Jean, on va vous laisser la vie libre. Man sagte zu Johannes und Petrus, wir werden euer Leben schon verschonen. Vous ne serez plus emprisonné. Ihr werdet nicht mehr gefangen werden. Mais sauf, aber ne parlez plus de Christ. Dafür sollt ihr nicht mehr über Christus reden. Mais, aber ils n'ont pas accepté cela. Die haben es nicht zugestimmt. Quel était le soubassement de leur fermeté? Was war denn das Fundament ihrer Standhaftigkeit? Parce qu'il y a des choses qui vont venir, qui vont apparaître, qui vont mettre nos foi en cause. Denn es werden Sachen kommen, die einfach unsere Glaube wirklich in Frage stellen werden. Mais quel était le soubassement de la fermeté de Pierre et Jean? Aber was war das Grundfundament von dieser Standhaftigkeit von Petrus und Johannes? La première des choses, die erste Sache war l'assurance en Christ. Die Zuversicht in Christus. Ça, ce n'est même pas Pierre et Jean qui dit. Das ist noch nicht mal Petrus und Johannes, die es sagen. Et même le sacrificateur et les Sanhédrin, ils ont dit ça dans Actes chapitre 4, le verset 12. Das hatten selbst die Priester sowie der Hohe Rat gesagt in Apostelgeschichte 4. Ils ont dit que ils ont l'assurance. Die sagten, et même ils ont dit ça dans le verset dans le verset 14. Im Vers 14 sagten sie das. Il dit qu'ils ont de l'assurance, ils ne connaissent pas leur assurance vient d'où, malgré qu'ils ne sont pas instruits. Sie sagten, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, aber verwunderte sich, dass sie, ja, diese Zuversicht haben. Oh, l'assurance, quoi? Aber was ist denn die Zuversicht? Pour moi, l'assurance, c'est une façon de se confier complètement à Dieu. Für mich ist diese Zuversicht einfach eine Art und Weise, sich vollkommen Gott hinzugeben. Cela veut dire ils avaient la confiance en Christ. Also Gott vollkommen anzuvertrauen und das hatten sie in Christus. Et c'est le résultat de sentiment de sécurité. Und das Ergebnis ist einfach dieses Gefühl der Sicherheit. Ils avaient confiance totale en Christ. Sie hatten ein vollkommenes Vertrauen in Christus. Et les gens là où le Sanhédrin ainsi que le sacrificateur, ils ont compris, ils ont remarqué qu'ils ont tenté de parler avec assurance. Und diese Leute, das heißt die Priester sowie der Hohe Rat, stellten einfach fest, dass sie mit so viel Zuversicht sprachen. On les met en prison, mais ils ne renoncent pas. Man wirft sie ins Gefängnis, aber trotzdem sie leugnen ihn nicht ab. On vient les intimider, mais ils ne renoncent pas. Man bedroht sie und trotzdem parce sie qu'ils avaient l'assurance. Weil sie die Zuversicht hatten. Et ils savaient même s'ils seront emprisonnés, mais ils sont sécurisés par Christ. Sie wussten ganz genau, auch wenn sie im Gefängnis landen, sind sie in Sicherheit bei Christus. Même s'ils sont tués par des hommes, auch wenn sie durch Menschen getötet mais werden, leur salut, ils ne perdront pas. Werden sie ihr Heil nicht verlieren. C'est ça qui était leur assurance. Das war ihre Zuversicht. Ça, c'était la chose que eux-mêmes le Sanhédrin, ils ont remarqué. Das ist das, was der Hohe Rat feststellte. Et ils avaient des convictions claires de leur appartenance en Christ. Und sie hatten auch wirklich eine klare klare Aussage, was ihre Glauben in Christus angeht. Ce qui manque aujourd'hui à l'église aux enfants de Dieu, les enfants de Dieu n'ont pas de convictions personnelles. Was wirklich in der Kirche heute fehlt, ist einfach, dass die Kinder Gottes nicht die
feste oder persönliche Überzeugungen haben. Pourquoi ils suivent le Seigneur? Warum folgen sie dem Pourquoi Herrn? Ils croient au Seigneur Jésus? Warum glauben sie an dem Herrn Ils n'ont Jésus? Pas de conviction personnelle sie de haben leur foi. Keine persönliche Überzeugung ihres Glaubens. Et c'est ça qui va être le grand problème lorsqu'il y a les choses qui peuvent mettre leur foi en cause. Und genau das könnte zu einem Problem werden, wenn Sachen kommen werden, die ihr Glaube in Frage stellen. Du fait que tu n'as pas de conviction personnelle qui te motive à suivre le Christ, lorsque tu seras devant les autorités religieuses, lorsque tu seras devant les autorités politiques, tu vas céder. Solange du keine persönliche Überzeugung hast, weshalb du Christus folgst, wenn dann die Verfolgung kommen wird, sei es durch die geistlichen Autoritäten oder politische Autoritäten, wirst du einfach weichen. Tu vas voir comme la conviction qu'ils avaient dans le verset 12 de Actes chapitre 4. Du siehst zum Beispiel diese Überzeugung, die sie in Apostel Kapitel 4, 12 hatten. Pierre dit, il y a le salut à aucun autre nom. Petrus sagte, es gibt das Heil in keinem anderen Namen. Car il y a sous le ciel, denn es gibt unter dem Himmel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes pour être sauvé. Keinen anderen Namen unter den Menschen, den uns gegeben wurde, um errettet zu werden. Quand il dit, il y a aucun autre nom, wenn er sagt, es gibt keinen anderen Namen. Cela veut dire ni sous la terre, ni dans la mer, ni au ciel, partout, ce n'est que le nom de Jésus. Dann heißt es, dass es weder unter der Erde oder unter dem Meer, nicht über das Wasser, nicht in der Luft oder auch im Himmel, nur den Namen Jesus gibt. Cela veut dire, si nous abandonnons Christ, c'est la mort éternelle. Dann heißt es, wenn wir Christus verlassen, dann ist es der ewige Tod. Nous ne pouvons pas abandonner Christ. Wir können nicht Christus einfach verleugnen. Parce qu'en dehors de Christ, denn außer Christus y a point de salut. Gibt es kein Heil. Et ça, c'est une conviction ferme. Und dies ist eine feste Überzeugung. Quel que soit le vent qui pouvait venir, egal welcher Wind auch wehen kann, ils étaient prêts à payer le prix. Sie waren bereit, den Preis zu zahlen. Ça, c'est la première de motivation. Das ist die erste Motivation. L'assurance en Christ. Die Zuversicht in Christus. Ils étaient convaincus que la délivrance de péché et de la colère de Dieu. Die waren aber auch überzeugt über die Befreiung der Sünde und auch über den Zorn Gottes. Le seul moyen pour s'en sortir, c'est Christ. Und dass der einzige Ausweg ist nur Christus. Bien-aimé, tout ce que nous voyons aujourd'hui va passer. Geliebte, all das, was wir heute sehen, wird vergehen. La vie sur terre est momentanée. Das Leben auf der Erde ist zwischenzeitlich. Mais ce qui est précieux pour toi, c'est ton âme qui doit être sauvée. Aber was für dich kostbar ist, ist deine Seele, die errettet wird. Et le pardon du péché en dehors des sang de Christ n'existe pas. Und die Vergebung der Sünde außer durch das Blut Christus gibt es nicht. Car la Bible dit sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Denn die Bibel sagt, ohne Blutverguss gibt es keine Vergebung der Sünde. Donc pour avoir le pardon du péché, ce n'est que en Christ, ce n'est que par Christ que tu peux avoir cela. Das heißt, um die Vergebung der Sünde zu haben, ist es nur durch Christus und in Christus, dass du es haben kannst. Il n'y a pas un autre moyen pour échapper de l'enfer. Und es gibt keinen anderen Ausweg, um von der Hölle, die Hölle zu entfliehen. Oui, tu peux accepter les jours-ci à cause des intimidations, des menaces mondiales, de dire que j'abandonne la foi pour préserver ma vie. Mais il faut savoir qu'il y a l'enfer qui t'entend. Du könntest vielleicht ja, weil du Verfolgung erlebst und sagst, ja, ich verleugne jetzt Christus, damit ich nicht ins Gefängnis gehe und so weiter. Aber du musst wissen, dass die Hölle auf dich wartet. Car le Seigneur Jésus-Christ vient bientôt. Denn der Herr Jesus Christus kommt bald. Et la colère de Dieu se prépare. Und der Zorn Gottes wartet auf Jésus-Christ l'a dit dans Jean 14, le verset 6. Der Jesus Christus sagte es in Johannes Kapitel 4, Vers 6. 14. Kapitel 14, Vers 6, ja. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und die Leben.
Er sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Donc, si tu veux le paradis, le seul chemin, la porte principale, c'est Jésus. Also, wenn du ins Paradies gehen willst, der einzige Weg, der, ja, die Haupttür ist einfach Jesus Christus. Deuxième soubassement de la fermeté de Pierre et Jean. Zweite Grundfundament von der Standhaftigkeit von Petrus und Johannes. Ils ont répondu, nous ne pouvons pas abandonner. Die antworteten, wir können es nicht verleugnen. Ce que nous avons vu et entendu. Das, was wir gehört und gesehen haben. Nous ne pouvons pas arrêter de témoigner ce que nous avons vu et entendu. Wir können nicht aufhören zu bezeugen, was wir gesehen und gehört haben. Qu'est-ce qu'ils ont entendu et qu'est-ce qu'ils ont vu? Was haben sie denn gehört und gesehen? Quand tu lis dans Matthieu le chapitre 16, le verset 16, wenn du in Matthäus Kapitel 16 Vers Simon 16, Pierre dit à Christ. Da sagte Simon Petrus zu Christus. Tu es le Messie. Du bist der Messias. Le Fils de Dieu vivant. Der Sohn des lebendigen Gottes. Cela veut dire que ce qu'ils avaient vu. Das heißt, dass das, was sie gesehen haben. Quand il dit que ce que nous avons vu. Wenn er sagt, das, was wir gesehen haben. Ils ont vu qui? Wem hat man le Messie, der Messias, le Fils de Dieu vivant, der Sohn des lebendigen le Gottes, Sauveur, der Retter, celui qui a franchi, derjenige, der frei macht, celui qui pardonne le péché, derjenige, der die Sünde vergibt. Tandis que le Sanhédrin voyait Jésus, le Fils de Joseph, le Fils de Marie, mais Jean et Pierre voyaient Jésus, le Messie de leurs âmes. Während der Hohe hat Jesus als der Sohn von Josef und Maria sein, sahen Petrus und Johannes Jesus als der Retter ihrer Seele. Alors ils ne voyaient pas comment ils pouvaient abandonner le Messie, celui qui les a sauvés, celui qui les a lavés de péché. Und daher sahen sie einfach nicht, wie sie den Messias verleugnen konnten, derjenige, der sie errettet hat, der sie reingewaschen hat von ihrer Sünde. Et j'aime la réponse que Pierre avait donnée à Christ, que tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Und ich liebe die Antwort, die Petrus gegeben hatte zu Jesus, dass du der Messias bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Si c'était les chrétiens d'aujourd'hui, wenn es die Christen heute, devaient répondre que c'est toi le faiseur de miracles. Dann hätten sie geantwortet, du bist derjenige, der Wunder tut. Je te suis parce que j'ai vu le miracle des poissons. Ich folge dir, weil ich einfach die Wunder der Fische gesehen c'est habe. C'est ça le soubassement de la foi de plusieurs. Das ist leider heutzutage das Grundfundament des Glaubens von vielen Christen. Je suis Jésus parce qu'il m'a guéri. Ich folge Jesus, weil er mich geheilt hat. La maladie que parfois le Seigneur t'a guéri, à des autres qui sont partis à l'hôpital, ils ont été guéris. Die Krankheit, von der Christus dich geheilt hat, gibt es manche, die einfach nur zu Ärzten im Krankenhaus gegangen sind. Je ne dis pas que Jésus ne guérit pas. Ich sage aber nicht dadurch, dass sie Christus nicht heilt. Et que tu as, si tu as reçu la guérison à travers Christ, sondern dass wenn du die Heilung durch Christus erhalten c'est hast, un moyen seulement que le Seigneur t'a amené pour croire en lui. Dann ist es nur ein Mittelweg, den der Herr gebraucht, damit er dich anzieht, dass du an ihn glaubst. Mais ta soubassement de la foi ne peut pas être la guérison. Aber dein Grundfundament für dein Glauben kann dann nicht einfach die Heilung sein. Pierre a dit, Petrus sagte, que tu es le Messie. Dass du der Messias bist. Voilà pourquoi il a répondu au Sanhédrin ainsi que au sacrificateur. Und daher antwortete er zu dem Hoherat wie auch die Priester. Nous ne pouvons pas laisser. Wir können es nicht loslassen. Ce que nous avons vu. Das zu erzählen, was wir gesehen haben. Tu as vu quoi? Was hast du denn gesehen? Et tu suis qui? Und wem folgst du denn? C'est ta question. Das ist deine Frage. Parce que si aujourd'hui, denn wenn heute la persécution venait, die Verfolgung käme, ce n'est que le vaccin là, nur die Impfung, ça montre déjà comment tu trembles. Es zeigt schon einfach, wie du zitterst. Ce n'est pas encore la grande tribulation. Das ist noch nicht die Verfolgung. Mais regarde comment les chrétiens tremblent déjà. Aber schaut, wie die Christen schon zittern. Qu'est-ce que tu as vu? Was hast du denn gesehen? Et tu suis qui? Und wem folgst du denn? Et deuxièmement,
Und drittens, ils ont dit que nous ne pouvons pas laisser ce que nous avons entendu. Sagten sie, wir können es nicht loslassen zu erzählen, was wir gehört haben. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Was haben sie denn gehört? La parole de la vie. Das Wort des Lebens. Jean 6, 68. Johannes 6, Vers 68. Pierre répond à Christ. Petrus antwortet zu Christus. À qui irions-nous? Zu wem sollen wir gehen? Tu as les paroles de la vie éternelle. Denn du hast das Wort des ewigen Lebens. C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Du hast das Wort des ewigen Lebens. Donc ce qu'il a écouté, das heißt, das, was er hörte, ou ce qu'ils avaient écouté, oder das, was sie gehört c'était hatten, la parole de la vie éternelle. War das Wort des ewigen Lebens. C'était la parole de la vérité. Das war das Wort der Wahrheit. Et celui qui reçoit la vérité und derjenige, der die Wahrheit est erhält, affranchi totalement. Ist vollkommen befreit. La Bible dit, die Bibel sagt, la foi vient de ce qu'on entend. Der Glaube kommt von dem, was man hört. Qu'est-ce que tu as entendu? Was hast du denn gehört? Est-ce que ce que tu as pu soutenir ta foi devant la persécution? Das, was du hast, könnte dein Glaube standfest halten vor Verfolgung. Tu as besoin de la fermeté. Du brauchst Standhaftigkeit. En Christ. In Christus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Der Herr segne sein Wort. Merci pour votre temps. Danke für eure Zeit. Tu vas prier avec nous. Du wirst mit uns beten. Tu vas dire à Dieu. Du wirst zu Gott sagen. Seigneur, augmente-moi la fermeté. Herr, ja, vermehre meine Standhaftigkeit. Donne-moi la fermeté en Christ. Stärke meine Standhaftigkeit in Christus. Quel que soit ce qui peut arriver. Egal was auch geschehen mag. Que je demeure ferme. Dass ich einfach standhaft bleibe. Nous sommes en prière. Wir sind im Gebet. Éternel Dieu des armées, nous prions enfin que tu nous donnes la fermeté. Car nous sommes dans le mauvais jour. Et c'est ceux qui seront fermes qui vont vaincre, Dieu de gloire. Il y a tellement de choses dans ce temps de la fin où la foi de plusieurs sont déjà mises en évidence. Mais nous te prions, Seigneur, afin de nous donner les fondements qui peuvent nous permettre de s'en sortir et de demeurer jusqu'à la fin au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Der Herr segne euch. Nous allons continuer ce message le dimanche à 15h. Wir werden diese Predigt am Sonntag um 15 Uhr weiterführen. Et ne manquez pas. Bitte seid dabei. Bye. Tschüss.